Guten Tag. Ich möchte gerne mit Ihnen heute ein paar Gedanken zum Predigtext des kommenden Sonntages teilen. Ich lese aus dem Lukasevangelium aus dem 8. Kapitel die Verse 4 bis 8. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten sofort wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht. Dann rief Jesus noch: Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Von mancherlei Umsonstigkeit, so würde ich diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium gerne überschreiben. Manches ist einfach umsonst. Umsonst nicht im Sinne von, das kostet nichts, sondern umsonst im Sinne von, das ist vergebliche Liebesmüh. Da geht dieser Bauer also und streut sehr sorglos und unachtsam seinen Samen aus. Und ich denke mir, so geht das doch eigentlich nicht. Da gehört doch viel mehr Achtsamkeit zu, wenn man darauf hofft, dass man eine gute Ernte haben wird. Und so wundert es auch gar nicht, dass ein großer Teil der Saat überhaupt nicht aufgeht bzw. wachsen kann und Frucht bringen kann. Und ich denke mir, ja, wer schlampig vorarbeitet, der braucht sich nicht wundern, dass am Ende das Ergebnis mau ausfällt. Und doch wundere ich mich über den Ausgang dieser Geschichte. Da gibt es so viel Unwegsamkeiten, so viel Hindernisse und Barrieren, und trotzdem gibt der Ertrag dem Bauern recht. Die Körner, die da aufgehen und Frucht bringen, die bringen so viel Frucht, dass sie damit den Verlust der anderen Körner großzügig wettmachen. Da ist dann alles wohl doch nicht so umsonst. Vielleicht ist es manchmal so, dass wir erst im Nachhinein sehen, wofür etwas gut ist. Wir können ja auch den Erfolg unserer Arbeit oft erst am Ende der Arbeit sehen. Und manchmal müssen wir sogar noch sehr lange darauf warten. Aber das, was da manchmal erstmal umsonst scheint, das kommt letztlich doch noch zu einem guten und ertragreichen Ende. Ich finde, das ist ein sehr tröstlicher Gedanke in diesen Zeiten, wo vieles umsonst scheint. Umsonst scheint unser Planen. Es passiert immer nur unter Vorbehalt. Umsonst auch vieles Hoffen und Bangen, dass dieser Lockdown endlich vorbeigeht, dass wir unser Leben wieder haben. Umsonst auch ein Hoffen auf eine schnelle Impffolge. Ein Hoffen auch für viele Menschen auf gesund werden, gesund bleiben oder darauf, dass sie existenziell diese Krise gut überstehen. Und doch macht diese Geschichte, die Jesus erzählt, auch Hoffnung. Es ist ja nicht irgendeine Geschichte, sondern Jesus erzählt ein Gleichnis. Er erzählt etwas von Gott. Er vergleicht in diesem Gleichnis den Bauern mit Gott. So wie der Bauer seinen Samen auf das Land streut, so streut Gott sein Wort aus unter uns Menschen. Und so wie bei dem Gleichnis nicht jeder Same auf guten Boden fällt und gute Frucht bringt, so erreicht auch das Wort Gottes nicht jedes Menschenherz. Auch da gibt es mannigfache Hindernisse und Anfechtungen. Etwas, was uns davon abhält, uns auf Gottes Wort einzulassen. Manche interessiert das überhaupt nicht. Die sagen, geh mir weg mit Gott. Wieder andere, die sind vielleicht ganz angetan und begeistert davon und sagen, ja, das ist genau das, was ich gerade für mein Leben brauche. Und dann verpufft es doch wie Schall und Rauch. Und aller Enthusiasmus ist fort. Und bei manchen mögen die Sorgen und Ängste und Nöte so groß sein, dass da gar kein Platz ist, kein Raum, keine Zeit, keine Kraft für Gott. Und dann passiert es doch, dass Gottes Wort uns anrührt,
und dass es bei uns bleibt und Wurzeln schlägt und wächst und Frucht bringt. So sehr, dass wir versuchen, unser Leben in Gottes Nähe zu leben und bei ihm zu bleiben und unser Leben nach seinem Wort auszurichten. Und dann fangen wir an zu fragen, Gott, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was will mir dein Wort für mein Leben in der Situation, in der ich gerade bin, eigentlich sagen? Was kann ich auch tun? Und wenn wir so fragen, dann sind wir eigentlich schon mitten auf dem Weg mit Gott. Und dann ist die Saat schon aufgegangen. Ich bin sehr froh und dankbar über diesen Bauern, der so sorglos darauf vertraut, dass seine Saat aufgeht und dass am Ende die Ernte eine gute sein wird. Ich bewundere seinen Langmut, seine Sorglosigkeit, vielleicht auch manchmal seine Unachtsamkeit. Und ich hätte gerne mehr von diesem Langmut und von diesem Vertrauen, von dieser Sorglosigkeit. Und doch will ich darauf vertrauen, dass Gottes Wort unser Herz erreicht und dass es darin wachsen kann und Frucht bringt. Und ich will auch darauf vertrauen, dass so manches von dem, was ich tue, was wir tun, nicht umsonst bleibt. Amen.